Wir begrüßen Sie ganz herzlich heute Abend zur 6. Folge des Palastgesprächs. Neben mir steht Linda Konze, die neue Leiterin der Sammlung Fotografie hier im Kunstpalast. Mein Name ist Wilko Austermann. Ich arbeite hier als freier Kunstvermittler und wir begrüßen Sie heute wieder ganz herzlich hier aus dem Museum Kunstpalast. Sie schauen jetzt gerade wieder live zu, sind wahrscheinlich online und schauen zu über YouTube, Facebook, Instagram, und wir laden Sie heute wieder ganz herzlich dazu ein, uns Fragen zu stellen. Denn in dieser Reihe, das Palastgespräch, geht es eben vor allem darum, dass Sie dort draußen die einzigartige Chance haben, den Experten hier im Museum Fragen zu stellen. Und ja, Linda, wir kommen zu dir. Wie bist du überhaupt zu dem Thema oder zu dem Bereich Fotografie gekommen? Hallo auch von mir. Wie bin ich zur Fotografie gekommen? Das ist eine Frage, da müsste ich mir wahrscheinlich mal irgendwann so eine catchy Anekdote zu ausdenken. Ich muss ein bisschen spröder anfangen. Ich habe Geschichte studiert, nicht Kunstgeschichte, bin also eine Exotin hier im Kunstmuseum, wenn man so möchte. Und in der Geschichte beschäftigt man sich ja von vornherein mit Quellen. Also man versucht über Quellen herauszufinden, wie die Geschichte ausgesehen hat. Und das waren am Anfang vor allem textliche Quellen natürlich. Mhm. Denn in der Geschichte wurde Fotografie wirklich sehr, sehr lange einfach nur illustrativ eingesetzt. Das heißt, Historikerinnen und Historiker haben Forschung gemacht und dazu gab es dann ein paar Bilder, die bestätigen sollten, was da für Thesen aufgestellt wurden. Und das hat sich in der Zeit, als ich studierte, Gott sei Dank ein bisschen geändert. Und auch ich habe schnell gemerkt, ich will dieses Medium ernster nehmen. Ich will nicht nur, dass es bebildert, sondern ich will wissen, wie es in der Geschichte mitmischt. Also wie es dazu beiträgt, dass Gesellschaft geformt wird, umgeformt wird, wie es politisch beeinflusst, wie es soziale Zusammenhänge beeinflusst. Und Gott sei Dank habe ich dann jemanden getroffen, einen Professor, den das auch interessiert hat, und konnte dann dementsprechend dieses Interesse weiterverfolgen und habe mir dann die Skills, die Bildwissenschaftlichen aus der Kunstgeschichte und der Kulturwissenschaft so dazu geholt. Und wo hast du dann überhaupt genau studiert? Ich habe erst in Hamburg studiert und dann in Berlin an der Humboldt-Universität und dort mich relativ schnell auf die Geschichte des Nationalsozialismus spezialisiert. Und mich dort vor allem mit der Frage beschäftigt, wie Fotografie, was für eine Rolle die spielt an der Schwelle zwischen Weimarer Republik und der nationalsozialistischen Diktatur in der Formung von Gemeinschaften. Also die Gesellschaft wird total umstrukturiert, formiert sich neu, viele Menschen werden ausgeschlossen aus rassistischen, homophoben, antiziganistischen Gründen. Und welche Rolle spielt die Fotografie und eben nicht nur Propaganda, sondern wirklich auch im kleinen, auch im privaten Bereich, um diese Neuordnung zu verfestigen, um Grenzen auszutesten, um sich neu zu positionieren. Und dazu habe ich mir vor allem Fotografien von Festen aus den 20er und 30er Jahren angeguckt, also historische Partypics, wenn man so möchte. Genau. Ist das dein Schwerpunkt, dein Forschungsschwerpunkt oder wie? Genau. Womit beschäftigst du dich jetzt gerade sehr also, intensiv? Das ist mein Forschungsschwerpunkt, also die 20er und 30er Jahre. Ich habe das eben viel in so, also mich viel mit so angewandter Fotografie beschäftigt und trotzdem passte das auch letztlich gut zur Sammlung Kicken, die ja auch einen Schwerpunkt hat in den 20er und 30er Jahren, in den Avantgarden dieser Jahrzehnte, und das war dann ein ganz gutes Match, glaube ich. Du sprichst jetzt schon gerade die Sammlung Kicken an. Die Sammlung Kicken ist ja jetzt ganz neu hier im Kunstpalast. Kannst du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern dort draußen vielleicht etwas überhaupt dazu erzählen? Was ist die Sammlung Kicken? Warum ist die jetzt hier in Düsseldorf? Ja, also die Sammlung Kicken ist die Sammlung eines ganz wichtigen Galeristenpaares aus Berlin, beziehungsweise anfänglich hat Rudolf Kicken in Aachen seine Galerie gegründet in den 70er Jahren, dann war er in Köln und dann eben in Berlin. Und er war wirklich einer der Pioniere, die dafür mitgesorgt haben, dass Fotografie überhaupt als Kunstform anerkannt wurde.
Schon in den 70er Jahren. Und ja, und die Bestandssammlung dieser Galerie, also eine Sammlung, die wirklich so das gesamte Spektrum sowohl zeitlich als auch kontextuell der Fotografie abdeckt, konnte eben vorletztes Jahr für den Kunstpalast erworben werden und damit eigentlich so eine der ersten substanziellen und umfassenden Fotosammlungen in diese Stadt gebracht werden, was natürlich total toll ist, weil diese Stadt für Fotografie steht und genau, das an der Zeit war auf jeden Fall. Und das bedeutet, wie viele Werke umfasst überhaupt diese Sammlung Kicken? Knapp über 3000. Und 3000. Die reichen wirklich von den ganz frühen Anfängen, also Pioniere der Fotografie, technische Pioniere wie Henry Fox Talbot haben wir zum Beispiel hier in der Sammlung, den können wir vielleicht gleich auch noch kurz im Bild zeigen, bis in die Gegenwart. Wir haben das Besondere an Rudolf Kicken ist, dass er sehr unhierarchisch gesammelt hat und Fotografie sehr ganzheitlich verstanden hat. Das heißt, wir haben sowohl Ikonen der Kunstgeschichte in dieser Sammlung, aber wir haben auch unbekanntere Positionen. Wir haben Positionen, die zum Beispiel aus dem Bereich Pressefotografie kommen. Wir haben Fotografie, die im Kontext der Wissenschaft steht. Wir sehen das hier gerade in diesem Raum, in dem ich stehe, haben wir zum Beispiel hier diese Aufnahme eines unbekannten Fotografen aus einem Medizinhörsaal. Wir haben ein Röntgenbild oder diese anatomischen Aufnahmen aus dem 19. Jahrhundert, die von menschlichen Organen zu Studienzwecken entstanden sind. Und wie kommen die jetzt zum Beispiel in die Sammlung? Also du hast jetzt ja gerade schon gesagt, es gibt keinen Autor, sie sind aber in dieser Sammlung, es sind alte Fotografien. Der Herr Kicken fand das Foto einfach spannend und hat dann gesagt, das möchte ich haben, oder wie? Ja, tatsächlich. Also so ein bisschen so kann man sich das vorstellen und man muss sich dazu auch nochmal bewusst machen, dass, wie gesagt, der Markt für Fotografie noch relativ jung ist und diese Sammlung eben ihren Anfangspunkt in den 70er Jahren schon hatte und in der Zeit war der Wert von Fotografie noch gar nicht erkannt worden. Das heißt, die wurde wirklich teilweise im Vorbeigehen mitgenommen. Künstler haben untereinander Fotos getauscht, Sammler haben getauscht. Also das war so eine Liebhaber-Sache tatsächlich, die noch nicht so sehr von monetären Werten getragen war. Ja. Da konnte man auch mal ein fantastisches Bild auf dem Flohmarkt finden zum Beispiel, wenn man das Auge dafür hatte. Wir stehen jetzt ja gerade in der Ausstellung Sichtweisen. Wie bist du überhaupt zu diesem Titel gekommen? Denn auch das ist ja nur ein Ausschnitt von Werken aus der Sammlung Kicken. Wie viele Werke gibt es denn insgesamt hier in der Ausstellung zu sehen? Also wir zeigen hier so ungefähr 200 Werke, also wirklich auch nur die Spitze des Eisbergs. Und das war natürlich eine total super Aufgabe, diese Ausstellung hier als erstes zu machen, weil ich dadurch in die Situation gekommen bin, ich kam hier an und wurde sozusagen sofort mitten in diese Bestände hineingeschubst und bin da irgendwie kopfüber reingetaucht. Über 3000 kann man sich vorstellen, da muss man erstmal einen Überblick irgendwie kriegen. Wir hatten großes Glück, dass Annette Kicken diese Sammlung in einem total toll aufgearbeiteten Zustand übergeben hat. Das heißt, wir haben ganz viele Informationen über diese Bilder, wir haben aber auch zu allem Digitalisate. Das heißt, ich konnte erstmal so ein bisschen auf dem Computer gucken, einen Überblick verschaffen und dann ging es aber auch ganz schnell ans Original. Und dann kommt dieser total tolle Effekt, wenn man irgendwie ein Foto das erste Mal vor sich auf dem Tisch hat, was man vorher nur auf dem Screen gesehen hat und es sieht total anders aus natürlich. Genau, und am Anfang hieß es wirklich gucken, gucken, gucken. Also sehen ist ja sowieso irgendwie die Hauptaufgabe von Kuratorinnen und Kuratoren. Und hast du es tatsächlich geschafft, dann alle 3000 Bilder? Ich habe jedes Foto mehr als einmal gesehen und trotzdem passiert es immer noch, dass ich auf eins stoße, von dem ich denke, wo kommt das denn jetzt her? Was einfach daran liegt, dass man ja immer unterschiedlich, also immer wieder jedes Mal neu auf die Sammlung guckt, weil man sich für was anderes interessiert. Und dann übersieht man mal was und auf einmal sticht einem irgendwas total ins Auge. Und letztlich, also die Vielfalt der Sammlung war eigentlich das, was mir am wichtigsten war, in dieser Ausstellung auch zu vermitteln. Und auch dieser wunderbare Ansatz, Fotografie wirklich als Medium zu erzählen, was in so verschiedenen Zusammenhängen auftaucht. Und es war dann relativ schnell klar, dass wir nicht chronologisch erzählen wollen, also von den Anfängen der Fotografie bis in die Gegenwart, weil sich dieses Medium irgendwie so dagegen sträubt. Also es gab immer schon so viele Ansprüche gleichzeitig an die Fotografie. Sie sollte Kunst sein, aber sie sollte auch neutral dokumentieren. Sie sollte berichten, wie im Zeitungsbild. Sie sollte beweisen in irgendwelchen Gerichtszusammenhängen. Sie sollte erinnern im privaten Kontext und so weiter. Und
Genau, und das einfach in so ein Nacheinander zu pressen, hätte, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Und deshalb haben wir stattdessen Themen entwickelt. Was für Themen sind das genau? Das sind 8 verschiedene Themen, innerhalb derer dann wirklich auch Zeiten und Kontexte total miteinander konfrontiert werden. Also da kann auch mal ein Bild aus dem 19. Jahrhundert neben einem von 1980 hängen. Aber alle vereint dann das Thema. Genau, aber alle vereint das Thema und da gibt es ganz unterschiedliche. Also der Einstieg in die Ausstellung, das ist das Thema Licht, also wirklich so das Grundelement jeden fotografischen Bildes. Und wir stehen jetzt hier gerade in dem Kapitel, das sich mit der Neugier beschäftigt, also als einem Motor oder einer Motivation, um fotografische Bilder zu machen, schon immer bis heute. Wir beschäftigen uns mit dem Menschen, wir beschäftigen uns mit den Dingen, der Ordnung, dem Zeugnis, mit, ja. Hier vielleicht eine Frage an unser Publikum draußen. Hier geht es ja vor allem auch um einen Dialog. Was für berühmte Fotografen kennen Sie denn, die vielleicht hier in der Ausstellung zu sehen sind oder sich hier in unserer Sammlung befinden? Da können Sie gerne in die Kommentare verschiedene Künstlernamen schreiben und freuen uns über Ihren Einwurf. Wir kommen jetzt zu einem Foto, was dir besonders gut hier im Raum gefällt, von Muybridge. Was ist das Besondere an Muybridge? Also Edward Muybridge ist ein gutes Beispiel für das Thema Neugier in der Fotografie. Muybridge ist ein Fotograf des 19. Jahrhunderts, 1830 in England geboren, ist dann nach Amerika ausgewandert, landete irgendwann in Kalifornien und traf dort auf Leland Stanford, Gouverneur und Unternehmer, der Pferde hatte. Und mit Leland Stanford zusammen beschäftigte er sich mit der Frage, ob ein Pferd beim Galopp alle 4 Beine gleichzeitig in der Luft hat an einem bestimmten Punkt. Das wusste man bis dahin tatsächlich nicht, weil das Auge nicht in der Lage ist, das zu sehen. Es geht zu schnell. Und angetrieben von der Neugier, diese Frage zu beantworten, hat Muybridge dann einen ziemlich komplexen Versuchsaufbau gestartet und 12 Kameras hintereinander installiert, die alle mit Stolperdrähten versehen waren. Und so dass dann in dem Moment, wo das Pferd vorbeigaloppiert ist, diese Stolperdrähte nacheinander oder diese Kameras nacheinander aufgelöst wurden und den Bewegungsablauf sozusagen in viele Einzelbilder zerlegt haben. Ja, und so konnte bewiesen werden. Es ist tatsächlich so, an einem bestimmten Punkt sind alle 4 Beine des Tieres in der Luft. Und das ist dann auch ein wichtiger Vorläufer gewesen des Filmes tatsächlich, weil wenn man diese Bilder dann wiederum schnell hintereinander ablaufen lässt, dann werden die wieder in die Bewegung zurück übersetzt. Mich erinnert es auch immer, das finde ich ganz schön, an GIFs, die wir heute ja total viel uns jeden Tag mit unseren Smartphones hin und her schicken, weil das ja im Grunde genommen auch nur Bilder hintereinander oder Daumenkinos geschaltet sind. Das Foto, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gerade auch sehen können, ist das genau auch in der Form, wie er das damals produziert hat? Oder? Also das, man muss da sagen, das ist nicht das erste sozusagen, das ist nicht der erste Beweis, weil dieses erste Bild von Muybridge ist verschollen leider, aber er hat zum Glück noch andere Pferde fotografiert. Was wir hier sehen, sind Tafeln aus der Publikation, die Muybridge dann im Anschluss an seinen ersten Versuch angefangen hat zu machen. Der hat nämlich danach ganz, ganz viele dieser Serien produziert, hat die Bewegungsabläufe von sehr vielen Tieren und dann irgendwann auch Menschen im Bild festgehalten und dazu eine Publikation gemacht, die hieß Animal Locomotion, und die hat sich wahnsinnig gut verkauft. Also Muybridge war auch einfach ein guter Geschäftsmann, der wusste dann irgendwie, was funktioniert und was den Leuten gefällt, was ich auch interessant finde, weil an der Stelle geht es dann auch so ein bisschen weg von der Wissenschaft und hin zur Unterhaltung eigentlich, weil wenn man sich mal dieses andere Bild von Muybridge anguckt, wo er einen Mann an einer Kurbel drehend ins Bild setzt sozusagen, dann sieht man, das hat, glaube ich, nicht mehr so wirklich wissenschaftliche, also hat nicht mehr so wirklich einen wissenschaftlichen Erkenntnisanspruch, sondern hat auch was total Humoreskes. Also ich weiß nicht, ob wir das noch einmal einblenden können, aber man fragt sich, was macht dieser Mann da? Es ergibt überhaupt keinen Sinn, es ist ein reiner Selbstzweck. Und diesen Witz, der war damals, glaube ich, auch durchaus schon bewusst. Und die Fotografien von Muybridge haben die bestimmte Künstler auch in anderen Generationen beeinflusst? Genau, auf jeden Fall. Also Muybridge ist zum Beispiel wichtiges Vorbild auch gewesen für Positionen oder für Künstler wie Marcel Duchamp oder Francis Bacon zum Beispiel. Ja.
Genau. Und hier in dem Raum, wo es ja um das Thema Neugier geht, gibt es da noch andere Themenschwerpunkte? Also insgesamt geht es in diesem Raum auch vor allem darum, nochmal an verschiedenen Beispielen zu zeigen, dass die Fotografie eben ganz oft mehr macht, als nur das abzubilden, was wir auch mit dem bloßen Auge sehen würden, was ja ihr oft bis heute immer noch vorgeworfen wird, weswegen tatsächlich bis heute manchmal noch die Frage aufkommt, ob es Kunst sein kann, weil man doch nur auf einen Knopf drückt und dann das abgebildet wird, was man auch so gesehen hätte. Und ein anderes schönes Beispiel dafür ist der Bereich der Astrofotografie, den wir hier auch vertreten haben. Das ist der Moment, in dem Fotografie eine total interessante Verbindung mit der Astronomie eingeht. Kurz nach Erfindung des Mediums wird versucht... Wann ungefähr? Ich würde sagen Mitte des 19. Jahrhunderts. Genau. Fängt man an zu versuchen, also Fotoapparate mit anderen optischen Geräten zu verzahnen. Mikroskopen zum Beispiel, aber eben auch Teleskopen. Und das dauert eine ganze Weile, muss man sagen. Das ist auch ganz interessant, aber mehrere Jahrzehnte beißen sich daran Forscher auch die Zähne aus und irgendwann gelingt es. Und in dem Moment trägt dann eben auch die Fotografie zur Erkenntnisgewinnung in der Astronomie bei, weil zum Beispiel durch besonders lichtempfindliche Fotoemulsionen, aber auch sowas wie lange Belichtungszeiten können zum Beispiel auch Sterne, die gar nicht so hell strahlen, viel detailreicher untersucht werden. Mhm. Genau. Und was ist das dann, also diese Linien, die man jetzt quasi im Bild hat sehen können, das sind dann Sterne? Oder? Genau, also diese Sphäre zum Beispiel, die links daneben ist ein besseres Beispiel dafür, würde ich sagen. Oder auch das das ist so eine Übersetzung von Licht sozusagen auf die Fotoemulsion. Und auch das, also man hat da quasi wissenschaftlich versucht, es festzuhalten und dieses Foto ist dann über lange Wege dann irgendwann in den Kunstkontext geraten. Genau, ja. Und dieses Thema Faszination und auch Astrologie ist ja auch etwas, was auch heute noch sich einige Fotografen sich für interessieren. Genau, haben. Auf jeden Fall. Also man kann natürlich von der Astrofotografie total schnell auf Thomas Roof kommen und sowieso. Also auch das versuchen wir in dieser Ausstellung irgendwie so ein bisschen nahezubringen, wie auch diese historischen Positionen, was auch die eben mit der zeitgenössischen Kunst, aber auch mit der zeitgenössischen Fotografie zu tun haben. Also das sind dann teilweise ganz klare Genealogien, wie wir zum Beispiel, dass wir jetzt zum Beispiel hier Fotos auch von Karl Hugo Schmölz, einem ganz interessanten und wichtigen Architekturfotografen zeigen können, der ein Lehrer von Candida Höfer war, und die beiden nebeneinander jetzt sehen zu können, zeigt eben auch, was diese Sachen miteinander zu tun haben. Und gibt es auch Fotoarbeiten hier in der Ausstellung, die einen konkreten Bezug zu der Stadt Düsseldorf aufweisen? Ja, eine vor allem. Also jetzt mal abgesehen von den Düsseldorfern, die natürlich auch vertreten sind, aber wir haben tatsächlich ein Düsseldorfer Motiv. Das ist die Theodor-Heuss-Brücke, fotografiert von Ludwig Windstoßer. Das ist, finde ich, auch ein total tolles Bild. Die ist ja auch hier direkt um die Ecke, das heißt, man hat sie vor Augen, diese Brücke. Windstoßer war ein wichtiger Vertreter der subjektiven Fotografie. Also was bedeutet das? Subjektive Fotografie, das ist eine Strömung gewesen in der Nachkriegszeit in Deutschland von Künstlerinnen und Künstlern, unter anderem auch Otto Steinert, ganz wichtiger Vertreter, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, Fotografie wirklich als Kunst zu verstehen und als Medium, das man gestalten kann, das eben nicht einfach nur Wirklichkeit abbildet, sondern wo wir Lichtverhältnisse wie in diesem Fall, aber auch Formen wirklich sowohl im Moment der Aufnahme, aber auch im Moment der Entwicklung beeinflussen, gestalten und nicht einfach nur abbilden. Also die klaren Formen, die Lichtverhältnisse auch in dieser Fotografie, das ist das Besondere. Genau, ja. Bei dem Fotografen. Es gibt noch klassischere Beispiele, das ist jetzt nicht eins der klassischsten, aber es ist eben ein total tolles Düsseldorfer Motiv. Mhm. Und welches ist das älteste Motiv oder das älteste Foto, was hier in der Ausstellung zu sehen ist? Das habe ich eben schon mal kurz erwähnt, das wäre Henry Fox Talbot, das ist ein britischer Fotopionier gewesen, der als erster ein Positiv-Negativ-Verfahren entwickelt hat, also sozusagen Fotografie, die vervielfältigbar ist. Wann hat er das genau gemacht? Also ein Zeitraum? In den 1830er, 40er Jahren ist das. Also das ist, glaube ich, von 48 das Bild, das wir haben. Mhm. Und dazu muss man auch sagen, parallel dazu gab es eben auch ein anderes Verfahren, Daguerreotypien, davon haben wir auch welche hier in der Ausstellung, die mit Metallplatten funktioniert haben und wo
wo es sich um Unikate handelt. Und das, was wir jetzt hier sehen auf dem Screen, das ist tatsächlich eben eins der ersten Bilder, von denen dann mehrere Abzüge hergestellt werden. Was hat er dort genau fotografiert? Da hat er London fotografiert. Das Vestibül und die Bibliothek von... Ich komme gerade nicht auf den Titel, ehrlich gestanden. Woran liegt das, dass das so leicht, also das ist ja natürlich eine sehr alte Fotografie. Genau, das also ist ein Albuminabzug, ja. Und wie lange hat er das belichtet? Kann man das heute nachvollziehen? Oder das ist, ja, und, aber das ist, sag ich mal... Ich finde auch in dem Fall total schön, die Laterne, die sich vorne rechts noch so ins Bild schmuggelt sozusagen und so einen Vordergrund-Hintergrund-Effekt hat, was uns heute total selbstverständlich vorkommt, aber was natürlich damals, das ist ja kein Schnappschuss, ne? Das ist ja sozusagen ein... Man hatte nicht viele Schüsse. Klar, das bedeutet, gerade im 19. Jahrhundert war das ja ein riesiger Aufwand, überhaupt so ein Foto zu produzieren. Absolut. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, was für ein Grund, was für eine Motivation steckt dann eben auch dann dahinter. Gibt es denn hier auch ein Farbfoto in der Ausstellung Sichtweisen, was dich besonders fasziniert? Genau, wir sind jetzt sehr schwarz-weiß gewesen, ne? Beziehungsweise so ein bisschen Sepia. Also das ist vielleicht ein guter Anlass, nochmal auf ein Konvolut in dem Kickenbestand zu kommen, was ich auch interessant finde, nämlich den Vernacular-Bereich, den wir eben auch schon mal so ein bisschen angesprochen haben, also sozusagen Kunst aus Versehen, wenn man so möchte, Fotos, die nicht mit der Intention gemacht wurden, Kunst zu sein und trotzdem so gut sind, dass sie ins Museum gehören. Mhm. Und finde dieses Foto total toll. Das ist eins der unspektakulärsten Fotos der Sammlung wahrscheinlich auf den ersten Blick. Und auf den zweiten Blick gibt das aber total viel her. Wir sehen diesen Küchenherd, das ist ein Foto aus den 60er Jahren, ein privates Foto, was wahrscheinlich für die Person, die es gemacht hat, wir wissen ihren Namen nicht, überhaupt keine große Bedeutung hatte. Vielleicht war er oder sie stolz auf die neue Küche oder den neuen Küchenherd. Natürlich auch ein lustiges Motiv. Eine sehr geschätzte Kuratorenkollegin hat gesagt, eigentlich könnte man auch mal eine Fotogeschichte des Herdes, des Küchenherds schreiben, weil da gibt es ja andere berühmte Beispiele, wie zum Beispiel von Andreas Gurski. Und das hängt jetzt zum Beispiel in dem Kapitel, das sich mit Fotografie und Alltag beschäftigt, also Alltag als Inspirationsquelle für die Fotografie, aber auch überhaupt für Kunst. Und es ist halt schön, hier an dieser Stelle so ein privates Beispiel in Perspektive zu setzen, was dann zum Beispiel neben Bernd und Anna Blume hängt, Kölner Künstlerinnen und Künstler, Paar, die ganz viel mit Alltagswelten spielen, die sie in sowas Absurdes kippen lassen. Und genau, da ist wieder das Nebeneinander, das, was, glaube ich, irgendwie den Wert ausmacht. Fotografien sind ja schon auch sehr empfindlich, lichtempfindlich. Wie lange dürfen diese Werke hier so präsentiert werden? Also wir konnten ja jetzt die Ausstellung verlängern, aber das hat uns die Restauratorin auch nur erlaubt, weil wir natürlich in der Corona-Schließzeit das Licht aus hatten und die Räume hier klimatisiert sind. Fotografie mag es gerne kühl. Das heißt also, ein Fotodepot ist auch ein sehr unwirtlicher Ort, kann ich sagen, weil da ist es meistens ziemlich kalt. Genau, und Licht und Wärme sind einfach eigentlich Gift für dieses Medium. Zumindest. Und wie werden diese Fotografien dann in diesem Depot gelagert? Also ich meine, alle Besucher können ja hier in der Ausstellung die perfekt gerahmt sehen, aber so werden die ja sicherlich nicht eingelagert. Genau. Wir haben ein Depot, also ein Fotodepot wurde eingerichtet für diese Sammlung im Großdepot des Kunstpalastes, was eben auf eine bestimmte Temperatur, maximal 17 Grad runtergekühlt ist, eine bestimmte Luftfeuchtigkeit hat und wo die in säurefreien Kartons gestapelt lagern. Genau, passepartouriert sogar wurden die eben auch geliefert, was toll ist, weil das wiederum den Druck rausnimmt, also sozusagen. Das bedeutet, hier in der Ausstellung Sichtweisen gibt es keine originalen Rahmen von jetzt, sag ich mal, jemanden, wo Herr Kicken das erworben hat. Ja, das ist eine total interessante Frage, weil für die Fotografie gibt es nicht wirklich originale Rahmen, weil wir hängen die Fotografie noch nicht lange an die Wand. Das ist so ein großer Unterschied zum Gemälde. Und es gibt natürlich Ausnahmen, also was weiß ich,
Ein Le Grès hing auch schon mal im Louvre und dann gibt es eine Rahmung dazu sozusagen, aber eigentlich finde ich es total passend, dass für dieses technische Bildmedium wir heute und auch schon eine ganze Weile eben relativ schlichte grafische Rahmen wählen, die zu diesem Charakter auch passen. Von Halbe, das ist so ein Standard-Rahmenfirma für Fotografie, und wir haben die aber immer mal wieder zwischendurch durchbrochen mit historischen Rahmen, die ich und meine Kollegin Sophie Simmermann dann spezifisch ausgewählt haben für Werke, wo wir gesagt haben, das passt und das unterbricht so ein bisschen irgendwie den Fluss, ja, in einem guten Sinne, sorgt für Abwechslung. Gibt es hier in der Ausstellung denn auch Fotografinnen, die dich besonders faszinieren? Ja, also wir haben grundsätzlich darauf geachtet, bei der Bildauswahl auch, da war das Geschlechterverhältnis auf jeden Fall in meinem Hinterkopf die ganze Zeit. Und da gibt es einige. Also eine Position, die ich irgendwie ziemlich schön finde, weil sie ist auch überhaupt nicht berühmt, aber noch entdeckenswert. Da trägt auch gerade schon Forschung von anderen Instituten zu bei, aber es ist Marianne Strobel, hat man wahrscheinlich noch nie gehört, den Namen, sollte man sich aber merken. Das ist eine Fotografin des 19. Jahrhunderts gewesen, auch Österreicherin und eine der ersten Industriefotografinnen und eine Pionierin der Blitzlichtfotografie. Deshalb hängen die Bilder von Marianne Strobel auch in dem Kapitel zum Thema Licht. Strobel hat ihre unglaublich schwere Plattenkamera und ihre massiven Blitzlichtlampen in Gletscherhöhlen, aber auch diese Eisenbahntunnel getragen und diese Bauarbeiten dort festgehalten. Die Bauarbeiten natürlich an sich ein total männlich dominiertes Feld, aber die Fotografie eben damals auch noch. Frauen waren noch gar nicht zugelassen zur Ausbildung für Fotografie oder Fotografin. Und Strobel setzt sich da aber durch, auch einfach findet sozusagen eine Marktlücke. Und was da ganz schön ist, das sieht man jetzt hier nicht, aber auf der Rückseite der Prints sieht man ihren Stempel und da schreibt sie ihren Vornamen nicht aus, sondern da steht einfach nur M. Strobel, Spezialist für Blitzlichtfotografie, weil sozusagen das Offenlegen ihres Geschlechts wahrscheinlich eher geschäftsschädigend gewesen wäre. Und weiß man heute, wie genau diese Fotografien entstanden sind? Hat sie dieses ganze technische Equipment dann mit in Untertage genommen? Genau, mit Untertage genommen, wieder mit raufgeschleppt, vermutlich nicht ganz alleine. Aber wie gesagt, also da, sie hatte jetzt auch gerade eine Einzelausstellung in Berlin letztes Jahr, die vom Institut Bonartis in Wien konzipiert wurde. Und da gibt es auch einen ganz tollen Katalog. Also man kann mittlerweile ein bisschen was über sie nachlesen, das fand ich schön. Apropos Katalog, gibt es denn auch einen Katalog hier zu der Ausstellung? Es gibt einen Katalog, den wollten wir auch eigentlich in die Kamera halten. Ne? Das machen wir jetzt nicht. Habe ich ja zur letzten Folge. Genau. Es gibt einen sehr schönen Katalog sogar, der mir auch deshalb am Herzen liegt, weil ich für diesen Katalog, also es gibt da drin drei längere Texte, einer von mir, Standardkuratorin, einen von Thomas Wesky, einen von Janosch Fricot, die sehr lesenswert sind. Und dann habe ich noch für diesen Katalog vor allem Düsseldorferinnen und Düsseldorfer und Essener und ein paar andere Kolleginnen und Kollegen, also Kuratoren, aber auch junge Künstlerinnen und Künstler aus Düsseldorf, Bildwissenschaftler zum Beispiel von der Kunstakademie oder der Heinrich-Heine-Uni und auch Kollegen hier im Haus, also Kai Heimer hat geschrieben, Gunda Lüken, also meine Kuratorenkolleginnen, haben kurze persönliche Texte über Lieblingsbilder geschrieben sozusagen. Und das ist, glaube ich, eine schöne Textform geworden, weil die nicht so analytisch ist, sondern wirklich so ein bisschen darauf abzielt, irgendwie, was spricht mich an, was berührt mich an den Bildern. Und es war, finde ich, eine schöne Art und Weise, diese Sammlung nochmal so ein bisschen willkommen zu heißen in dieser Stadt. Die muss ja hier noch heimisch werden, sozusagen. Genau. Ja, die Ausstellung Sichtweisen ist noch bis zum 13. September zu sehen. Linda, was sind denn dann deine kommenden Projekte mit der Sammlung Kicken oder mit dem Schwerpunkt Fotografie hier im Kunstpalast? Genau, es geht natürlich mit Fotografie hier weiter. Da kommt ja doch noch der Katalog. In welche Kamera muss ich ihn halten? Okay, das hat... Genau, so sieht er aus. Das ist wirklich eine Schönheit geworden, muss man sagen, oder? Kann man so sagen. Sehr, sehr schön. Genau, und es geht weiter mit Fotografie natürlich. Als nächstes kommt nächstes Frühjahr erstmal was ganz anderes als das hier, nämlich eine Ausstellung zur Modefotografie der 90er Jahre, die, glaube ich, sehr bunt und knallig wird und ziemlich viel Spaß machen wird. Und dann bin ich natürlich auch schon dabei, weitere Projekte aus der Sammlung herauszuentwickeln. Da sind Sachen in der Pipeline, die kann ich jetzt noch nicht verraten, aber da gibt es einiges, was kommt auf jeden Fall. Kannst du denn vielleicht schon etwas darüber verraten, wie oder ob
die Sammlung Fotografie eine, sag ich mal, etwas zentralere Rolle innerhalb der kommenden Sammlungspräsentation 2022 spielen wird? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind da gerade in einem ziemlich produktiven Austausch unter den Kolleginnen und mit Felix Krämer natürlich federführend. Und da ist klar, dass Fotografie in die neue Dauerausstellung integriert werden wird und eben auch auf ihre, also in Dialog gesetzt wird mit den anderen Künsten. Und ja, ich glaube, das wird ganz schön. Sehr schön. Ich hatte Sie ja dort draußen gefragt, was für Fotografen Sie kennen. Und da haben Sie auch rege dran teilgenommen. Ich möchte gerne einmal Sie aufrufen. Der Julian hat geschrieben, Peter Lindberg natürlich. Die Ausstellung muss ich noch anschauen, kann ich empfehlen. Da haben Sie natürlich noch die Chance bis zum 12. Juli. Linda, gibt es auch Werke von Peter Lindberg hier in der Sammlung? Tatsächlich, wir zeigen auch eins sogar. Das haben wir gedacht, das ist eine schöne Korrespondenz. Ein Lindberg-Foto aus der Sammlung Kicken hängt im Raum zum Thema Licht. Tatjana Patitz, ein Porträt. Sehr schön, genau. Dann kam noch ein weiterer Einwurf von Andreas Heuer, Beate Gütschow als Gestalterin fotografische Stadtlandschaften. Gibt es von ihr etwas hier in der Sammlung? Tolle Fotografin auf jeden Fall. Und ich habe leider gerade ihre Ausstellung in Berlin verpasst. War total ärgerlich. Ich bin einen Tag zu spät gekommen. Aber wirklich spannende Fotografin. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank auch für Ihre Mitarbeit und vielen Dank, Linda Konze. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, die Ausstellung Sichtweisen bis zum 13. September zu besuchen. Die Ausstellungen von Peter Lindberg und Angelika Kaufmann sind noch bis zum 12. Juli offen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Besuch der Ausstellung, Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss. Auf Wiedersehen.